Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind heute bei Carniflor in der Gärtnerei und möchten euch zeigen, wie ihr einen solchen Moorkübel mit europäischen winterharten Pinguicula bepflanzen könnt. Das Besondere dabei ist auch, dass diese Pinguicula Kalk vertragen. Das heißt, es ist ein perfekter Moorkübel, den ihr das ganze Jahr draußen stehen lassen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Zum Anlegen eines Moorkübels braucht ihr natürlich einen Kübel. Ihr könnt aber auch eine andere Schale oder ein anderes Pflanzgefäß verwenden. Da wir hier nur Pflanzen wählen, die Staunässe mögen und damit kein Problem haben, nehmen wir eine Schale ohne Loch, damit das Wasser immer schön in dem Gefäß drin steht. Dann haben wir hier noch Quarzkies, der ist ein bisschen gröber, und Quarzsand, der ist sehr fein. Das benutzen wir später als Dekoration. Genau wie das Sphagnummoos hier, das kann sich dann später im Kübel schön verteilen. Als Substrat für unseren Moorkübel benutzen wir Kakteenerde und Hochmoortorf. Das Ganze mischen wir dann in einem Verhältnis von 2/3 zu 1/3 und füllen das dann hier rein. Das Wichtigste sind natürlich die Pflanzen. Da haben wir hier einmal eine Binse, botanisch Juncus inflexus, und 3 Fettkräuter, nämlich Pinguicula grandiflora, Pinguicula fiorii x grandiflora subspecies rosea und Pinguicula grandiflora subspecies rosea x vallisnerifolia. Den Hochmoortorf haben wir vorher schon mit Quarzsand und etwas Perlite gemischt und füllen ihn jetzt in diese Wanne, um ihn mit der Kakteenerde zu mischen. Das Verhältnis liegt wie erwähnt bei 1/3 Hochmoortorf und 2/3 Kakteenerde. Das Ganze mischen wir dann gut mit der Hand durch, bis das Substrat einheitlich aussieht. Dann können wir damit beginnen, den Kübel zu befüllen. Wenn ihr einen Kübel bepflanzen wollt, der wasserdurchlässig ist oder aus Materialien wie zum Beispiel Holz besteht, dann lohnt es sich, noch eine Teichfolie einzubauen, damit das Wasser auch sicher im Kübel bleibt. Da unsere Wanne allerdings wasserdicht ist, ist das erstmal nicht nötig und wir beginnen, Töpfe auszustellen, in denen sich nachher Wasser sammeln kann. Dieser Wasserspeicher hat unter anderem den Vorteil, dass ihr nicht so viel Substrat verwenden müsst. Und dann können wir auch schon beginnen, unseren Kübel mit dem Substrat zu befüllen. Hierbei ist es von Vorteil, wenn das Substrat schon leicht angefeuchtet ist, denn dann braucht der Torf nicht mehr so lange, um das Wasser aufzunehmen. Das macht ihr am besten in der Wanne schon vorher, also beim Mischen zum Beispiel. Wichtig ist auch, dass ihr das Substrat nicht andrückt, sondern nur leicht in den Kübel gebt, damit es nachher nicht zu Fäulnis kommt, wenn das Substrat zu sehr verdichtet ist. Ich streiche das Ganze hier nochmal glatt, damit wir nachher eine saubere Ebene haben, in die wir die Pflanzen setzen können. Das hat den Vorteil, dass sich später keine Pfützen bilden. Ihr solltet weiterhin beachten, dass sich das Substrat noch setzen wird, sobald es richtig nass ist. Daher solltet ihr im trockenen Zustand ein bisschen mehr Substrat einfüllen, als ihr später an Höhe haben wollt. Dann können wir auch schon damit beginnen, die Pflanzen auszustellen. Dabei müsst ihr euch natürlich aussuchen, in welche Position ihr die Pflanzen bringt und wie nah ihr sie aneinander stellen wollt. Wir haben uns für eine Dreiecksformation entschieden, ihr könnt aber natürlich auch eine Reihe oder einen Bogen pflanzen. Auch haben wir darauf geachtet, dass die Pflanzen nicht zu nah am Rand gepflanzt sind, damit die Blätter nachher nicht über den Kübel hinaushängen. Anschließend gießen wir das Ganze mit Regenwasser, bis sich das Substrat richtig vollgesaugt hat. Wir benutzen hier Regenwasser, um das Ganze zu befeuchten. Da die Pflanzen aber kalkverträglich sind, könntet ihr sogar Leitungswasser nehmen. Jetzt solltet ihr euren Kübel komplett mit Wasser füllen. Anschließend wartet ihr, bis sich das Wasser gesetzt hat. Danach gießt ihr wieder nach, bis das Substrat kein Wasser mehr aufnehmen kann. Überschüssiges Wasser könnt ihr dann vorerst abkippen. Unser Kübel ist jetzt komplett durchnässt. Wir gießen hier noch einmal gerade den Rand sauber und dann können wir auch schon damit beginnen, die Pflanzen in unseren Kübel einzusetzen. Dabei könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr eure Pflanzen mit oder ohne Topf einpflanzt. Die Pflanzen mit Topf einzupflanzen, so wie wir es hier gerade bei Pinguicula grandiflora machen, hat den Vorteil, dass ihr die Pflanzen jederzeit wieder rausnehmen könnt. Außerdem werden die Pflanzen dann nicht so sehr ineinander verwachsen. So sieht euer Moorkübel dann auch nach einiger Zeit immer noch schön ordentlich aus. Die zweite Methode ist natürlich, die Pflanzen ohne Topf einzusetzen. Das hat den Vorteil, dass die Pflanzung natürlicher wirkt. Außerdem können die Pflanzen sich so frei entfalten und den gesamten Wurzelraum des Kübels nutzen. Auch die Dynamik der Pflanzung ist so eine ganz andere, da die Pinguicula sich über die Zeit über Winterknospen vermehren werden und so die Chance haben, den ganzen Kübel zu besiedeln. Beim Austopfen der Pflanzen solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht die feinen Wurzeln abreißt. Es sollte also möglichst der ganze Ballen erhalten bleiben. Beim Austopfen der Pflanzen passiert es häufig, dass etwas Erde auf die Blätter kommt.
Das ist allerdings kein Problem, da wir die Blätter einfach mit Wasser abspülen können und die Pinguicula ihre Klebetropfen später erneut bilden werden. Ihr solltet die Pflanzen auch nicht wirklich andrücken, da wir nachher durch ausgiebiges Gießen den Wurzelschluss, also die Verbindung zwischen der Wurzel und der Erde, herstellen werden. Damit man den Übergang zwischen dem Substrat aus dem Topf und dem Substrat im Kübel nicht sieht, modelliere ich das Ganze hier noch ein bisschen. Auch haben wir die Pflanzschilder wieder angebracht, damit wir immer sehen können, um welche Pflanze es sich hier handelt. Wenn ihr ein natürlicheres Aussehen haben wollt, könnt ihr die Pflanzschilder natürlich auch entfernen. Unsere letzte Pflanze ist keine fleischfressende Pflanze, sondern eine wasserliebende Binse. Im Laufe des Sommers wird die Binse dann schön groß werden und in die Höhe wachsen. Damit bildet sie eine nette Abwechslung zu den Pinguicula, die eher flach am Boden wachsen. Die Binse hat weiterhin den Vorteil, dass sie ein sehr ausgiebiges Wurzelgeflecht hat, das sie dann auch über den ganzen Kübel erstrecken wird. So gibt sie der ganzen Pflanzung nochmal etwas Halt. Nachdem wir jetzt mit der Pflanzung fertig sind, überdecke ich auch hier ein bisschen die Übergänge zwischen dem ehemaligen Topf und dem neuen Substrat. Das Ganze sieht jetzt noch etwas kahl aus, da man noch einen Großteil des Substrates sieht und die Pflanzen noch nicht wirklich groß gewachsen sind. Deshalb ist es wichtig, das Ganze jetzt noch schön zu dekorieren. Als erstes nehmen wir dafür dieses schöne, saftige Sphagnummoos. Das lege ich hier einmal um die Binse drumherum. Die hat damit überhaupt kein Problem und es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Pflanze überwuchert wird. Da das Sphagnum im Gegensatz zu den Pinguicula nicht anwurzeln muss, würde es im Jahr wahrscheinlich schneller wachsen als diese. Damit die Fettkräuter also nicht überwuchert werden, lasse ich erstmal ein bisschen Platz zwischen dem Sphagnum und den Fettkräutern. Als weitere Dekoration und um das Ganze etwas aufzuhellen, fülle ich etwas Quarzsand zwischen die Pinguicula. Dabei ist es fast unvermeidbar, dass einige der Sandkörner auch auf die Pinguicula kommen. Das ist allerdings kein Problem, da wir das Ganze nachher eh nochmal abspülen werden. Der Quarzsand und der Quarzkies haben zudem den Vorteil, dass sie es umherfliegenden Unkrautsamen schwerer machen, Fuß zu fassen. Daher haben wir neben dem optischen Aspekt auch einen praktischen Vorteil. Wie genau ihr die Verteilung von Quarzsand und Quarzkies macht, ist dann euch überlassen. Da die Pflanzen in der freien Wildbahn auch auf feuchten Steinen wachsen, sieht das Ganze so sogar noch etwas natürlicher aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch einen Teil des Substrates freilassen. Wir haben uns dafür entschieden, den ganzen Kübel voll mit Quarzsand und Quarzkies zu machen, da das auch den Vorteil hat, dass wenn es regnet, die Regentropfen das Substrat nicht aufwirbeln. Die Blätter, die eben mit Sand bedeckt worden sind, spülen wir jetzt wieder frei, um die volle Photosyntheseleistung der Pflanzen zu gewährleisten. Damit das Ganze noch etwas mehr an das natürliche Habitat der Pflanzen erinnert, stecken wir anschließend noch einen Stein in die Pflanzung. Wenn ihr einen Stein mit einer groben Oberfläche nehmt, so wie diesen, dann werden sich über die Zeit auch Moossporen ansammeln und es wird ein Moosteppich auf dem Stein entstehen, was sehr dekorativ aussehen kann. An dieser Stelle möchte ich euch noch eine Aufnahme zeigen, die ich letztes Jahr an der deutsch-österreichischen Grenze gemacht habe. Hier wachsen Pinguicula direkt an diesem kleinen Bach neben den Steinen. Ihr seht also, unser Moorkübel sieht fast so aus wie das natürliche Habitat der Pflanzen. Es ist auch deutlich zu erkennen, dass die Pflanzen kein Problem mit der Lage am Bach haben. Im Gegenteil, sie brauchen diese Lage sogar. Daher gießen wir den Kübel ein letztes Mal, bevor wir ihn dann ruhen lassen. Dann werden die Fettkräuter auch wieder ihre Klebetropfen herstellen können. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie der Kübel sich entwickelt, dann abonniert gerne den Kanal. Unser Moorkübel ist jetzt vorerst fertig. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar Nahaufnahmen vom Ergebnis. An dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schaut auf jeden Fall gerne im Shop von Carniflor nach. Dort könnt ihr alle gezeigten Pflanzen kaufen. Lasst uns auch gerne ein Like oder ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Wollt ihr euch mal einen Moorkübel anlegen oder habt ihr bereits einen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.